Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Ach, man wäre sonst auch gar nicht reingekommen. Interessant. Bonjour, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Ibia, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er riet mir, die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Ja, was ich ja übrigens noch erwähnen wollte, man kann bei diesem Spiel auch sterben, also Vorsicht. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, nur zu. Danke. Oh, wie soll ich den jetzt anrufen? Niemanden, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich spreche mal über das Telefon mit ihr. Naja. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich 2 ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Mhm. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Wurde er wegen Geld umgebracht? Nein, er hatte keine Verwandten und das Vermögen ging an das Waisenhaus, in dem er aufwuchs. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Warum ist er denn jetzt wieder per Sie? Und dass man das überhaupt nicht hier auswählen durfte, eben, ist ja wohl eine Frechheit. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Er hatte sich darauf verschworen, der japanischen Automobilindustrie ans Leder zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit so einer verrückten Politik große Unterstützung bekommen hätte. Yamada war ein Mann der Visionen. Er war seiner Zeit voraus. Wenn Sie das sagen, wie ist er gestorben? Unter den Händen oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Oh, das wird ja immer mysteriöser. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Du sprichst ein gutes Englisch für eine Französin. Danke. Du sprichst ein gutes Englisch für einen Amerikaner. Oh, der zweite Amerikanerwitz in diesem Spiel. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht erb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Warum ziehst du sie nicht an, George? Keine Chance. Dann sehe ich ja wirklich so dumm aus, wie ich bin. Außerdem war er vielleicht erkältet.
Man muss wirklich alles durchgehen, sonst man kriegt immer mehr Spuren. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sieh dir seine linke Wange genauer an. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Hast du einen Freund? Das geht dich nichts an. Gut. Möchtest du das Foto wieder zurück? Nein, das kannst du behalten. Ich kann mir immer noch einen Abzug machen. Möchtest du das Foto wieder zurück? Nein, das kannst du behalten. Gut. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, nur zu. Danke. Ein Clown ist ja jetzt dazu gekommen. Ich rufe Todrick nochmal an. Vielleicht hat er noch was für mich. Hallo? Wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Was gibt's? Haben Sie mal einen Anzug für einen Mann mit einer Gesichtsnarbe angefertigt? Eine Narbe in Form eines Halbmondes. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sagen Sie mir, wo ich ihn finden kann und ich lasse Sie in Ruhe. Und wenn ich es nicht sage? Lasse ich Sie nicht in Ruhe. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, wenn Sie mir seinen Namen nicht verraten. Wissen Sie, wo ich den Kerl mit der Narbe finden kann? Ich habe doch gesagt, ohne Namen läuft da gar nichts. Da muss ich wohl erst den Namen in Erfahrung bringen. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Wie üblich. Was für Möglichkeiten habe ich? Habe ich jetzt vielleicht schon ein neues Gebiet auf der Karte? Ich guck mal. Ich mache mich wieder auf die Suche nach dem Clown. Wo? Ich werde wohl mal dem Kostümverleih einen Besuch abstatten. Gute Idee. Genau. Oder zu Inspektor Rousseau. Sergeant Moe.
schau mal an. Was hat man denn hier jetzt so für... Es ist ja eigentlich sehr viel Geräte bei diesem Spiel. Man hat wenig Interaktion noch. Und hier scheint auch... Oh, da ist doch etwas, was man benutzen kann. Oh Gott. Mach das aus. Ist ja eine scheußliche Musik. Gerade als ich die Schaufensterpuppe berühren will, sehe ich, dass ihre Augen dieselbe Farbe haben wie die von Nico. Das Merkwürdige daran ist, dass mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bewusst war, dass ich die Farbe von Nikos Augen kenne. Na, endlich ist das vorbei. Also ein Dialog. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Der Clown, den ich suche, ist ein kaltblütiger Killer. Geben Sie mir seinen Namen und ich werde dafür sorgen, dass er vor Gericht gestellt wird. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber Sie können nicht von mir erwarten, dass ich mich an alle meine Kunden erinnere. Sehen Sie, das Clownskostüm ist unser beliebtester Artikel, Monsieur. Im Durchschnitt verleihen wir über 30 Clownskostüme pro Woche. Sie müssen mir schon Ihre Anhaltspunkte geben. Vielleicht eine Beschreibung. Ja, wir haben noch ein Foto. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Wieso sind Clowns so beliebt? Ich denke, das hat etwas mit ihrer sprunghaften Natur zu tun. Ich persönlich bin eher der Ansicht, dass Clowns verboten werden sollten. Clowns und Pantomimen. Also nun hören Sie mal. Es gibt doch niemanden, der keine Clowns mag. Doch, mich zum Beispiel. Sind Sie sicher, dass dieser Mann die Theaterschminke gekauft hat? Oui, Monsieur. Sind Sie sicher, dass dieser Mann die Theaterschminke gekauft hat? Oui, Monsieur. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Ja, und jetzt? Was dieses Taschentuch angeht... Ich habe Ihnen meine professionelle Meinung darüber bereits erläutert. Richtig. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nee, nachdem sie getragen wurde. Danke. Ja, und jetzt? Ich dachte, er sagt noch irgendwas. Sind Sie sicher, dass dieser Mann... Ui, mit. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Aha. Wozu der Clown und Sermus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Kahn an. Kahn also. Sind Sie sicher, dass dieser... Certainement, Monsieur Kahn. Naja, Kahn also. Gut. Ich denke, das war's hier. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Nun, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Ja, sehr lustig. So, ich schau mal, ob ich noch irgendwas finde hier. Ich denke, da ist wohl nichts mehr. Dann kann ich ja mal woanders hingehen. Als sich meine Finger um den Plastikscherzartikel schließen, wird mir mein Fehler sehr schnell klar. Es ist tatsächlich ein Scherzartikel, aber nicht aus Plastik. Monsieur Kahn also. Das ist wohl erledigt hier. Da brauche ich nicht wieder zurück. Da habe ich also auch nichts vergessen. Ich werde mal zur Polizei gehen. Vielleicht haben die ja noch etwas. Da sind sie ja auch schon wieder. Sind sie wieder da? Hier ist der Moe. Entschuldigen Sie. Oh, Monsieur Stobar. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich. Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja, klar, sicher. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Da geht er. Dieser Stoppard ist da und will Sie sehen, Monsieur. Na komm schon. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Ach, diese Animationen wurde ich wirklich wunderschön. Ui. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stobart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek National beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord, dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Dann muss ich meine Ermittlungen eben ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Stobart. Das ist ja seltsam. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard. Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. Was war das für eine Psycho-Ermittlerschau, die Sie da im Café abgezogen haben? Ich vertrete die Theorie, dass die Leidenschaften und starken Gefühle, die bei Gewaltverbrechen auftreten, Wellen im Äther verursachen, die nur der Besitzer eines hochentwickelten und offenen Verstandes wahrnehmen kann. Ich bin beeindruckt. Können Sie auch Löffel verbiegen? Ich hätte nie gedacht, dass jemand von Ihrer offensichtlichen Intelligenz so tief sinkt, sich über ein ernstes Thema lustig zu machen. Ich mache mich nicht lustig. Ich hatte ein ganz persönliches Erlebnis mit der Kraft der Gedanken. Man hat mich früher auf allen Partys ignoriert, bis ich ein Buch gelesen habe, das mein ganzes Leben verändert hat. Wirklich? Welches? Erfolg durch Hypnose in Freundeskreis und Geschäftsleben.
Er schaute mich an, als hätte ich auf einer Begräbnisfeier gepupst. Der Mesmerismus, auch Hypnose genannt, ist eine seltene Gabe, kein Party-Gag. Sie werden doch nicht versuchen, mich mit diesem Psychogramm zu verhören. Finden Sie die Vorstellung, dass ich mich durch Ihre Gedanken taste, denn so abstoßend? Sagen wir mal, es wäre mir lieber, wenn Sie es unterließen. Ich habe mehr Zweifel als der ungläubige Thomas, wenn es um das Übersinnliche geht. Sehr bedauerlich. Ich glaube nämlich, Sie wären ein höchst interessantes Versuchsobjekt für eine kontrollierte Rückführung. Für den Tag, an dem ich irgendjemanden mit meinem Verstand rumfuschen lasse, ist noch kein Kalender gedruckt. Na, vielleicht brauchen wir es ja später nochmal. Sag niemals nie, George. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto wieder? No. Das ist das Gesicht eines Mörders. Der Mann, der die Bombe im Café gelegt hat? Dieses Foto ist kurz nach der Explosion gemacht worden. Er ist durch die Kanalisation entkommen, aber er hat eine ganze Reihe von Spuren hinterlassen. Reine Indizien, Stobart. Nichts davon ist ein schlüssiger Beweis. Ich habe dieses Taschentuch in der Kanalisation gefunden. Am besten hätten Sie es dort auch gelassen. Hat er also dieselbe Meinung wie Moe? Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ich könnte mir vorstellen, dass sie bedeutet, dass Sie Ihre Verfolgung des Clowns immer noch nicht aufgegeben haben. Da haben Sie absolut recht. Soll ich? Würden Sie mir gern die Hand schütteln, Inspektor? Bitte nehmen Sie meine Ablehnung nicht persönlich, Stobart. Aber meine Handflächen sind ganz besonders empfindlich. Verflixt. Ja gut, also ich denke, dann... Habe ich Ihnen diese Fotografie schon gezeigt? Hui, Sie sind immer noch überzeugt, dass Ihr der Mörder ist? Felsenfest. Naja. Bis dann, Inspektor. Dann werde ich vielleicht Moe noch etwas fragen. Obwohl ich nicht glaube, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? Kennen Sie jemanden namens Khan? So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe auf der linken Wange. Nein, Monsieur. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja, ich glaube, er hat den Namen Khan benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Eigentlich nicht. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Non, Monsieur. Das ist der Kerl, der die Bombe im Café gelegt hat, der Clown. Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein Clown aus. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei Indizien, die diesen Mann mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Kaum genug, um eine geschworenen Jury zu überzeugen. Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant? Nicht während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte man leicht missdeuten. Naja, bis bald, dann, Sergeant. Haben wir hier wohl erstmal alles getan, was?